So ho de li lü. Weiter geht. Was? Hallo? Nee, so, ja. On my way to Bielefeld. The city that doesn't exist. What did he sing? Er dreht mal wieder durch am Rad und überhaupt. Aber das, wie gesagt, das ist ja gar nichts Neues. Nicht wahr? So, meine liebe Ampel, du dürftest auch langsam mal. Wir stehen ja hier schon seit Anotuk. Unser kleiner Bus hier. Natürlich. Natürlich. Kaum hüpfe ich mal raus. So. Heieiei. Ist aber auch eine Straßenführung hier. Gibt gar nicht. So, jetzt wäre beinahe noch mein Kopfhörer weggeflogen. Natürlich. Was ist denn hier? Und warum steht er da jetzt so? Man weiß es nicht. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich meinen Führerschein in Dingden. Kennst du nicht? Weltmetropole. Im westlichen Münsterland, Grenze Niederrhein. Ja, eine Weltstadt. Schönen, beschaulichen Dingen. Wer da seinen Führerschein gemacht hat, der fährt wie ich. Nein, nein, also, nein, nein, das war jetzt, okay, das war jetzt unfair, weil ich fahre hier zum Teil ja wirklich wie so ein, nee, nee, nein, nein, wer in Dingen fahren kann, der kann überall fahren, das wollte ich damit sagen, ja. Das ist wie, wer es in New York schafft, der schafft es überall. Das, ja. Oh Gott. Wenn mein Fahrlehrer das diese Folge sieht, dann. Schönen Gruß an dieser Stelle. So, was haben wir da? NWM. NWM. Juh. Wie auch immer. Ja. Jetzt stehen wir hier wieder doof. Am Stau herum. Scheiße. Was ist denn da los? Aha. So, dann dürfte sich das ja jetzt langsam mal. Na komm. Fahr doch. Wie? Was habe ich jetzt gemacht? Och, nö. Och, nö. Okay, einen Moment. Ich, ja, das, ja. Ein Moment. So, ja. Dummerweise funktioniert dieses Gang auf neutrale Position. Ich kann die Gangschaltung tippen und wippen, wie ich lustig bin, es geht nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gespeichert, neu geladen und wir sind an gleicher Stelle wieder gelandet, nur hat sich der Stau auf wundersame Weise aufgelöst. Und das würde ich sagen, nutzen wir jetzt direkt erstmal aus. Lalalalalala. Ja. Tata. So, okay. Gut, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich sollte den Motor vielleicht mal anlassen demnächst. Das könnte uns solche Probleme selbstverständlich ersparen, nicht wahr? Liebe Ampel, bitte komm und werde grün. Möchte ich dich grün strahlen sehen? Ja, so.
Ich weiß auch nicht, was ich heute irgendwie. Ich glaube, meine Medikamente waren heute irgendwie falsch. Das. Auf geht's. Ab geht's. 3 Tage. Wach, ja, mindestens. Komm, go green, please. Nee, manchmal, ne? Manchmal, aber nur manchmal, haben Ampeln ein kleines bisschen Haue gern. Oder? Meint ihr doch auch, ne? Ja. Juhu. Ladies and gentlemen, 166 kilometers to go. We are approaching Bielefeld. Was? Ja. So, nicht zu sehr heizen. Sonst kriege ich wieder Anpfiff. Hier dürfte aber auch mal langsam 100 sein. Aber nö. Komisch. Ich glaube, die Beschilderung stimmt nicht. 60, naja. Oh, was mache ich denn jetzt? Muss ich da hinten abbiegen? Wahrscheinlich. Knatsch. Nö, natürlich nicht. Wow. Was war das? Fliegende Autos waren das. Uiuiui. Wie war das noch mit dem Führerschein? Den habe ich woanders gemacht. Was? Wieso blinke ich denn? Gottes Willen, hoffentlich. Hoffentlich guckt mein Fahrlehrer nicht zu. Er wird mich würgen. Der Jürgen. Ja, er hieß gar nicht Jürgen. Ja. Aber was ist jetzt? Wir müssen nach Bielefeld. Wir haben wichtige Fracht an Bord. Hallo. Ja. Priority Line. Von wegen. Priority Line. Ja, ich sollte auch mal wieder, fällt mir da bei der Gelegenheit gerade mal ein, mal wieder Planet Coaster Videos, was ist denn hier, machen, denn wir sind mittlerweile in der Alpha 3 angekommen und ich glaube, aus der Alpha 3 habe ich noch gar kein Video hochgeladen. Ist wirklich interessant. Was denn? War denn irgendwas? Oder? Ja, da gibt es auf jeden Fall interessante Neuerungen. Die ersten Management-Elemente des Spiels sind auch implementiert worden. Da werde ich mich dann jetzt auch die Tage nochmal mit dran setzen und ich arbeite immer noch an dem viel zu spät erscheinenden Testbericht hier zum Fernbus-Simulator, aber diese Verzögerung bitte ich zu entschuldigen, nur ich hatte so viel um die Ohren. Nee, wirklich. Ich musste auch noch fahren hier und Testkriterien, die sind immer noch nicht ganz fix. Wie gesagt, da brauche ich dann auch noch mal eure Hilfe. Und dann schauen wir mal. So, wir schauen jetzt aber erstmal zu, dass wir nach Bielefeld kommen, möglichst einigermaßen unfallfrei. Nicht wo? Immer noch. Er sagt jetzt 70. Ja. Okay. So, ich hoffe, dass es ein Stoppschild. Nee, ich hoffe nicht, dass es ein Stoppschild ist. Weil dann steht der Kollege hier 8 Jahre erstmal. Ach, scheiße. Ach, auf die heißgeliebte A7. Hatte ich sie nicht kürzlich erst erwähnt, dass ich sie lieber fahre
als die A1, also zumindest wenn es von Hamburg bzw. aus dem hohen Norden Richtung Süden giltete. Ja, das ist schön. Ja, von Hannover aus. Ei, Autobahnkreuz Hannover. Allerdings würde ich sagen, sind wir dann nur kurz auf der A7, denn von Hannover aus geht sie dann meiner Meinung nach weiter Richtung Kassel und wir müssten dann eigentlich dort am Autobahnkreuz Hannover von der A7 auf die A2 fahren. So müsste es korrekterweise ablaufen. So, und das wollen wir jetzt mal überprüfen. Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Entschuldigung, ich habe mir erlaubt, eine kleine Abkürzung zu nehmen, um meine Theorie des Autobahnkreuzes zu überprüfen. Beziehungsweise um die Realität mit der virtuellen Realität zu ach du Scheiße. Eieiei. Entschuldigung, meine Bremsen haben versagt. Also ich. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Hamburg, Bielefeld, Braunschweig. Ja, auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass wir jetzt die Autobahn wechseln. Na, da schauen wir doch mal. Braunschweig, Main. Das wäre weiter die östliche Richtung, wenn ich mich recht entsinne. Wir müssen aber die westliche nehmen. Was? Wie jetzt? Hä? Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Wieso stand jetzt da auch Braunsch? Oder bin ich jetzt total verwirrt? Oh ne, stimmt, hätte da Chemnitz stehen müssen oder so. Auf der ersten. Huch. Was sollen diese Schlangenlinien? Die sind im Preis mit inbegriffen. So, ich hoffe. Bielefeld, genau. Genau, so. Ja, müsste doch jetzt eigentlich alles soweit. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Nein, habe ich nicht, in der Tat. Verzeihung. So. Gut, dann wollen wir mal Vollgas geben. Also Pseudo-Vollgas. Also schon Vollgas, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Unsere rund 100 km/h anpeilen. Na klar, jetzt wollte ich gerade auf die rechte Spur wechseln. Da rollt er einfach dran vorbei. Aber macht ja nichts. Gut, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Autobahn Richtung Bielefeld und werden dann hier mal, natürlich, werden dann mal beobachten, ob es denn nun tatsächlich die A2 geworden ist. Nicht wahr? Baustellenfahrt.
Schön, dass da auch so viel gebaut wird. Ne? Standen ein paar Maschinen, aber Bauarbeiter. Na ja gut, das hat ja dann doch schon einen recht hohen Realismusgrad. Wir bauen für Sie Fertigstellung der Autobahnerweiterung im Jahr 2625 voraussichtlich. Eröffnet wird es dann im Jahr 3004. Mhm. Die Kosten von ursprünglich 5 Millionen beliefen sich dann auf 85 Milliarden Euro, beziehungsweise danach Welt-Euro oder was weiß ich. Sollen wir mal gucken? Ja, komm, wir gucken mal, ob wir hier ob wir hier Rast machen können. Aber nein. Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Ja, ja. Hier ist Cruise. Da steht doch 100. Super Cruise angesagt. Also ich weiß nicht. Ach so, jetzt ist wieder 60. Ja, nee, ist klar. So. Nun, das war dann wieder ein Abenteuer. Abenteuer-Raststätte. Also ein typisches Fernbus-Simulator-Raststätten-Event, wo man eine Tankstelle anfährt, ohne Sinn und Verstand. Ja. Naja, das gucken, ob das irgendwann noch mal rausgepatcht wird. Wünschenswert wäre es. Jetzt haben wir immer noch nicht gesehen, ob wir hier auf der A2 sind, ne? Oder hab nur ich das wieder nicht gesehen, weil ich blind über die Autobahn cruise und alle Schilder übersehen habe. Wäre natürlich möglich. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Okay, was steht er da? Pannemann und Söhne oder was? Ah, willkommen in Nordrhein-Westfalen. Echt, ey, wieso fährt er mir hinten rein? Wieso werde ich eigentlich langsamer? Und wieso passiert das? So. Yeah. Sind Sie gerade geblitzt worden? Okay, wir sind auf der A2. Definitiv. Ja. Oh. Verdammt. Nein. Entschuldigung. Ich könnte, nur mir ist gerade mein... Oh Gott, gut, dass ich keine Facecam an habe. Mir ist nämlich gerade mein Kopfhörer. Walter, wo hast du denn deinen Führerschein? Ich glaube, irgendwie hängen wir an einem LKW fest. Okay, wir hingen. Ja, mir ist nämlich gerade mein Kopfhörer über die Augen gerutscht und ich konnte nicht mehr sehen, wo ich langgefahren bin. Ach du Scheiße, ja, das hätte natürlich ein Bild für die Götter abgegeben, am besten so in einem Livestream oder so. Blindflug. Ja. Okay, dokeli. So, jetzt mal gucken hier. Yo, A2. Gut, dann ist das doch irgendwo schon, ja,
Stand da gerade Bielefeld? Ja, bestimmt, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir sind ja auch gerade geblitzt worden. Das passt tatsächlich in die Realität hinein. Denn kurz vor Bielefeld sind die berühmten Blitzer auf der A2, in die ich selber auch schon mal... Nee, stimmt, die habe ich immer noch... Und das gibt Punkte in Flensburg. Schon wieder. Ach du Scheiße. Okay, was mir in der Realität erspart geblieben ist, hole ich in der virtuellen Realität aber sowas von deutlich nach. Junge, Junge.